Herr Mohr, was ist Uranmunition und weshalb setzen Sie sich für ein Verbot dieser Waffentechnik ein? Uranmunition sind speziell gehärtete Geschosse, die sehr leicht Panzerung durchdringen aufgrund eben dieser Härtung mit abgereichertem Uran, depleted uranium, DU. Die Waffe ist militärisch hocheffizient, sie ist billig, aber sie verursacht größte Umweltschäden aufgrund der Tatsache, dass das Material DU in der Gegend verbleibt, dass Menschen DU Staub einatmen und zu schweren Gesundheitsschädigungen dann führt, also eine Betroffenheit von Umwelt und Mensch da ist, die man einfach sehen muss, um das Ganze zu ächten und zu kritisieren. Wie ist diese Munition denn völkerrechtlich zu bewerten? Handelt es sich um konventionelle Waffensysteme oder ist es ein spezielles Waffensystem? Es ist ein spezielles konventionelles Waffensystem. Es sind Geschosse, die man auf die Weise gehärtet hat. Es sind keine Kernwaffen. Es sind keine Massenvernichtungswaffen, aber es ist eben eine Waffenart, die als konventionelle Waffenart unproportional schädlich wirkt und deshalb verboten ist nach dem gegenwärtigen humanitären Völkerrecht. Man kann auch bei der Waffe, bei ihrer Anwendung nicht unterscheiden zwischen Kombattanten, Soldaten, die man eigentlich treffen will, und Militärfahrzeugen und der Zivilbevölkerung, die danach auf viele, viele Jahre geschädigt ist aufgrund der Staub- und der Giftwirkung. Herr Mohr, Sie haben heute hier in Berlin einen neuen Bericht über Uranmunition vorgestellt. Dabei hat auch die Frage eine Rolle gespielt, inwieweit die Verursacherstaaten, die Staaten, deren Armeen dieses Waffensystem einsetzen, für die Reinigung der verseuchten Landstriche zur Verantwortung gezogen werden können. Welche Regelung gibt es da? Da gibt es einfach den Grundsatz, dass derjenige, der eine Schädigung verursacht, für die Folgenbeseitigung einzutreten hat. Bei der Uranwaffenthematik haben wir es eigentlich mit einem Umweltproblem zu tun, einem Kriegs- und Umweltproblem, wo das Vorsorgeprinzip gilt. Precautionary Principle im Englischen, Vorsorge-Vorsichtsprinzip, sagt, wenn die Folgen einer bestimmten Verhaltensweise voraussichtlich negativ sind, dann muss man diese Verhaltensweise stoppen und muss für die Folgenbeseitigung eintreten und sich engagieren. Und wir sagen, gerade die kriegsbetroffenen Regionen, wo Uranwaffen zum Einsatz kamen, sind nicht in der Lage, aufgrund der Ressourcensituation, diese Gebiete ausreichend zu kennzeichnen, aufzuräumen, den betroffenen Menschen zu helfen. Und dann tritt dieser Haftungsgrundsatz ein auf der Basis des Vorsorgeprinzips. Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Ächtung von Munition? Inwieweit würde die Ächtung dieser Munition durch die Vereinten Nationen etwas an der Rechtslage und an der Verpflichtung der Staaten ändern? Sie würde eine Klarstellung bedeuten. Sie würde einfach, wenn ein solcher Vertrag zustande käme, wie bei den Chemiewaffen, wie bei biologischen Waffen, wie bei Streumunition, eindeutig sagen, tatsächlich, die Waffen dürfen nicht angewandt werden. Das ist Punkt 1, diese Streiterei über Negativfolgen von Uranwaffen hätten keine Grundlage mehr. Punkt 2, man könnte die Waffe vernichten, die aus den Arsenalen beseitigen, wie das mit den anderen geächteten Waffen passiert. Dritter Punkt, man hätte eine klare Grundlage für eine Haftung der waffenverwendenden Staaten. Man würde Kooperationen regeln können zwischen den Staaten, Unterstützung der Opfer, Detailfragen, die dann wirklich eine Ächtung bedeuten würden. Wie verläuft der Prozess, wie verläuft die Debatte bei den UN? In der Generalversammlung der Vereinten Nationen gibt es eine Verfahrensresolution seit einigen Jahren, wo das Thema Uranmunition, so heißt es dort, immer wieder angesprochen wird. Es gibt noch keine weitergehenden inhaltlichen Aussagen bislang mit zwei Ansätzen. Der erste Ansatz ist die vergangene Resolution der Generalversammlung vor 2 Jahren gefasst, sagt, die einsetzenden Staaten sollen die Koordinaten offenlegen, Transparenz. Das ist ein wichtiger Schritt, wenn man mit dem Problem fertig werden will. Und der zweite neue Ansatz in diesem Jahr ist, dass die Generalversammlungsresolution sich bezieht auf das Vorsorgeprinzip. Und die Umweltorganisation der UNO, UNEP, zitiert, die diesen Vorsorgeansatz vertritt. Das wären zwei wichtige Ansätze, um ganz langsam zu einer Ächtung von Uranwaffen zu kommen. Herr Mohr, mal grundsätzlich gefragt, Sie kritisieren ein bestimmtes Waffensystem, eine bestimmte Munitionsart. Ist es nicht ein Stück weit auch eine Kapitulation vor der Weltlage, vor den zunehmenden Kriegen, wenn man sich auf so ein Einzelthema zurückzieht und nicht die Waffengänge als solche kritisiert? Das ist das
Problem, wenn man so will, der Vorwurf an das humanitäre Völkerrecht und das Völkerrecht insgesamt, es werden immer nur Teilfragen geregelt. Man kann Dinge nur durchsetzen, wo die Staaten noch bereit sind, eine Regelung mitzutragen. Und die Philosophie des humanitären Völkerrechts oder die wir hier vertreten als Anti-Uran-Waffenbewegung ist die, mit dem Schlimmsten anzufangen. Waffen zu ächten, Substanzen zu ächten, die besonders katastrophal wirken für die Menschen. Es bleiben immer noch Waffen, es werden immer noch Menschen getötet. Kriege bleiben Kriege und sind an sich nicht akzeptabel, weil sie auch immer die Umwelt belasten. Aber quasi mit dem Schlimmsten anzufangen, einen Einstieg zu haben, um dann schrittweise die Krieg- und Friedenfrage neu zu stellen, das ist die Idee dahinter. Also technisch einsteigen, um dann politisch grundlegend zu enden. Herr Mauer, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.